Moin moin ihr Süßen, herzlich willkommen zurück zu South Park, dem Stab der Wahrheit. Wir müssen immer noch Clyde verprügeln und sind mittlerweile in die Festung vorgedrungen. Wir müssen jetzt nur noch die Jungs hier oben erledigen. Zack. Und dann können wir die restlichen Kollegen auch durch das Tor vorne reinlassen. So. Bogen der Feenprinzessin. Attackier. Schilde. Erstmal den Wilden hier. Blutet mal 5. Alles klar. Sehr schön. Und ein Hammer der Gerechtigkeit. Auch auf den Spinner hier. That was the most perfect throw I've ever seen. Hey, I'm lucky. I'm sorry. Oh fuck, Butters ist tot. Naja, egal. Ich werde ihn jetzt nicht wiederbeleben. Das schaffen wir auch so. Attacke. Wow, okay, vielleicht doch nicht. Alter Verwalter, was geht denn hier ab? So, wo ist mein... Ja, ich mache ja schon. Moment, wo ist denn das Gedöns hier, das Wasser? Hier, der Heiltrank, gut. Los. So. Jetzt aber. Fast tot, aber wir haben es gerade noch so geschafft, meine Güte. Das war ganz schön knapp. So, looten wir die Säcke mal. Ritterstulpen, okay. Irgendwas kann man hiermit auch noch machen, aber lassen wir erstmal die Kollegen da unten rein. Wenigstens werden sie nicht mehr mit Raketen abgeschossen. Hier, kommt ihr? Oder sind die schon drin? Oh, jetzt muss das Ding wieder laden. Hallo, ihr Bitches. Ihr kommt also nicht rein, oder was? So. Okay, alles klar. Dann lasse ich euch halt nicht rein. Beziehungsweise dann kommt ihr halt nicht mit so. Könnt ihr jetzt halt rein. Es ist ja Krieg. Ihr müsst ja mithelfen, diese Festung zu erobern. So. Aber ich denke, ihr steht da lieber weiter rum und poliert euer Nägelchen. Das ist auch in Ordnung. Kann man hier irgendwas noch kriegen? Extra. Wäre ich mal sehr interessiert. Daran wäre ich doch mal sehr interessiert. So. Meine Kurzgranate hier hin. Keine Ahnung, was das bringt. Anscheinend nichts. Das ist auch nichts. Gut. Okay. Scheiße. Ja. Anscheinend gibt es hier nichts mehr zu finden an Rüstung und so. Oh Gott, Alter, was ist das denn? Nazi-Zombie-Kindergeneräle und die Tiere in Käfigen halten? Das ist ja wirklich äußerst böse. Scheiße, kriege ich das hier hin? Nazi-Kiddies, jawohl. Es wird anscheinend ein heißer Fight, Leute. Wäre eigentlich gar nicht so schlimm. Also ich habe das Ganze ganz gut regeln können. In meinem englischen LP. Aber da hatte ich auch noch viel bessere Rüstung an. Hier muss ich ja mit diesem Mädchenkostüm herhalten. Okay. Also ich denke, mit denen haben wir mal kurzen Prozess gemacht, aber ganz kurzen. Attacke. Attackier mal den, Butters. Wow. Mein Unleben. Mein Gott. Sterben alle.
Nach einem Angriff, meine Fresse. Ach du Liebe! Bestrafen sie alle, Axt der Unterwelt. Go! Unglaublich, dass er noch nicht tot ist. Jetzt aber. Mein Unleben! Jawoll. Jawoll, jawoll, ja. So. Scheiße, Mana-Trank brauchen wir auch nicht mehr. Gut. Sollte ich vielleicht mal vor dem Kampf auffüllen. Kommen wir noch zu dem Mongo hier hin? Jawoll. So, was haben wir auch noch nicht gelootet hier? Den Herren. Leuchtender Schleim. Schön. Warum haben wir denn... Hä? Kommt immer wieder neue Kiddies hier hin. Tempotrank. So. Das haben wir auch wirklich alles gelootet, ne? Yo. Was brauchen wir noch? Befreien wir das Kätzchen da oben? Sieht so lieblich aus. Hm. Geht anscheinend nicht. Die Tiere hier freilassen erstmal. Weiß nicht, was das jetzt gebracht hat. Aber egal, wir werfen... Ein scheiße Falscher. Furzgranate erstmal hier hin. Was anscheinend auch nichts bringt. Gut. Alles klar. Wie kommen wir hier hoch? Anscheinend scheint mir so, dass wir den Nagasaki mal wieder benutzen müssen. Kein Problem. So geht's. Oh, kleine Piratenkinder, die uns helfen. Genau, ja, sind ja auch unsere. Wir benennen. Arr, okay. Passt zwar nicht ganz in unsere Fantasiewelt, Stabs der Wahrheit, aber immer noch ganz sympathisch. So. Jetzt sind wir hier oben angekommen. Oh, shit. Alright, here's the plan. Attack each tower and raise the gate so we can get into Clyde's lair. Maplebeard, clear the path. Yay! Fuck you. Ah, kleine Kinderschlag ist lustig. Aber wenn es einmal passiert, ist es ja schon ganz lustig. Aber wenn ein zweites Mal, muss es nicht passieren. Nice, neue Freundesanfrage, Ike. So, und den Turm können wir anscheinend mit dem Nagasaki auch einstürzen lassen. Jawoll. Ja. Komm. Fall jetzt. Brech zusammen. Wunderbar. Mein Arschloch hilft uns aus so vielen kritischen Situationen heraus. Clydes Regelwerk, aha. So, die eine Seite schon mal auf. Jetzt müssen wir noch auf die andere Seite. Was ist denn aber? Ich bin trotzdem noch mal interessiert daran, zu sehen, was Clydes Regelwerk ist. Wo ist es denn? Wahrscheinlich unter Kram. Oh, das kann ja ewig dauern. Kann man das nicht irgendwie schneller machen? Ach, verdammt. Ja. Das angenehme Geräusch müssen wir für mehrere hundert Minuten jetzt ertragen. Aber ich habe ja schließlich noch nichts verkauft in diesem Spiel. Von daher, beziehungsweise in dieser EP. Okay, und es ist anscheinend nicht mehr hier. Gut. Schön, dass wir mal wieder Zeit verschwendet haben. Oh Gott, ey. Manchmal denke ich mir ehrlich so, was mache ich eigentlich? Oh, und da oben ist ein Pokémon. Yes. It's Shu. Schießen noch auf die Laterne hier, das müsste den Typen auch den Rest geben. Ah, noch nicht ganz. Aber wenn wir eine nötige Furzgranate werfen, möglicherweise. Jawoll. Ganz easy. Regeln wir das hier. Und einmal hier runter. Ich muss das Ding hier looten.
Nice. Gibt's hier sonst noch was zu holen? Nee. Sesam, öffne dich. Let's go. Weg mit dem Schild hier. Kommen wir da oben hoch? Mist. Oh. Hier oben? Uiuiui. Okay. Kann ich denn hier irgendwas vorfinden oder ist das einfach nur... Alles klar. Anscheinend nichts Besonderes. Hier sonst noch irgendwas? Auch nicht. Okay. Der Typ wird immer noch von Kindergartenkindern vermöbelt da unten. Geschieht ihm recht. Dem er mich so zum Lachen gebracht hat. Weil er Kindergartenkindern den kleinen Eck verprügelt hat. Oh oh. Ist das ein Zwischenboss? Okay, das dauert ja ewig hier. Was hat er denn vor? Oh, ja. Helfen wir Stan. Furzgranate ist schon equipped. Beziehungsweise ausgesucht. The fuck? Nice. Oh ja, Ike. Nagasaki. Now let's see how you fare against the Dark Lord Chief Assassin and some cow. Ah, Craig, du Arschloch. Machen wir erstmal kurz einen Prozess mit den Kühen hier. Ägyptische Plagen auf dich, Clyde. Craig. Ihr seid beide gleich scheiße. Weiß nicht, wen ich mehr hasse. Beziehungsweise mehr liebe, weil die beide ziemlich lustig sind in der Show. So, Butters. Gegen was, Chef, ja, ja, okay, schwach gegen Feuer, alles klar. Das habe ich nicht mit Butters, aber das ist ja auch egal. Ich sollte am besten mit Cartman arbeiten. Oh, scheiße. Oh, ein Angriff dieser Kühe ist wirklich krass. Okay. Huh, huh. Bogen der Feen, Prinzessin, enttäusch mich nicht. Jetzt attackiere ich dich mit all der Macht von Professor Chaos. Dein Schicksal ist tot durch Kamehameha. Ciao. Why fight one Craig when you could fight five? Oh, scheiße. I'm immune to splash damage, Clyde said. Ja, jetzt muss man natürlich auch wissen, wer der echte Clyde ist, ne? Das sind alles die Kopien, die Schattenklone Clydes, wenn ich das jetzt mal so Naruto-mäßig ausdrücken darf, sind die, die mit einem Schlag sterben, also solltet ihr das relativ leicht herausfinden. Ja, das war ja auch nicht. Das ist wahrscheinlich der Kleid, der uns da angegriffen hat in der Mitte. Oder der schwarze Kleid. Vielleicht kommt auch noch ein jüdischer Kleid hinzu. Jetzt muss ich Butters erstmal wiederbeleben. Leider. Nein, ich hätte niemals die dunkle Seite der Macht gewählt. In diesem Spiel. In jedem anderen Spiel ist es wahrscheinlich schon.
Ja, das ist der echte Clyde. Ah, scheiße, jetzt sind die alle hier am... sich am Konzentrieren, das ist natürlich nicht so gut. Gib mir mal ein kleines Leckerli, Butters. Das hast du gut gemacht. Ja. Okay, jetzt kann ich ihren Zeug da unterbrechen, alles klar. So. Brauch Mana-Tränke, Mana, was ist hier? Das heißt Mana-Tränke, Mana-Zeugs. So. Und einen schönen kräftigen... kräftige Furzgranate, jawohl. Nee. Ja. Let's go! Ah, scheiße, er ist immun dagegen. Oh, mein Controller stirbt gleich. Gut. Scheiße. Ich glaube, unser lieber Clyde ist gleich tot. Würde ich mal so behaupten, ne, Butters? Kann sich leider auch nicht selber heilen, der gute alte Butters. Das mögen wir deswegen, müssen wir ihm da ein bisschen aushelfen. So. Oh, der Typ ist so gut wie erledigt. Oh nein, oh komm. Oh, was soll denn der Spaß hier? Das ist nicht mal lustig. Alles klar, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Hier gibt es schon Plagen. Bock auf den Quatsch. Ja, jetzt wissen wir alle, wer der echte Craig ist. Hier, weg mit dem chinesischen Craig. Scheiße, wird der hier genappt. Oh, Butters, hör auf zu sterben, verdammt. Und dann deine ganzen Wiederbelebungstränke an dich verschwenden. So ein Quatsch. So. Komm, erledigen wir noch die restlichen Boys hier. Und ihn hier. Fuck. Ich muss doch einfach nur Viereck drücken, verdammt. Verdammter Mist. Alles klar, jetzt sind seine Klone auch erledigt. Meine Fresse. Ätzend. Sollten wir ihn jetzt nicht lieber umbringen? Ach was, ich nehme noch einen. Ach scheiße, der ist ja immun gegen diesen Mana-Stun, dann ist es auch egal. Let's go. Oh, jetzt dürfte er gleich tot sein. Meine Fresse, Leute, das war ein harter Kampf, aber... am Ende sind wir siegreich. Yes. Sehr gut. Und hier gibt es anscheinend gar nichts, oder was? Ey. Verdammt. Ah, guck mal, alle sind sie hier. Stan, Kyle, Jimmy, Cartman, Kyle und Ike. Kyle. Wie behindert ich? Jetzt habe ich Kenny Kyle genannt. Egal, scheiß drauf. So, könnt ihr mal aufhören, bitte die Treppe so der runter zu gehen? Ich will hier was looten. Ritterrüstung und den ganzen Quark. Hier draußen gibt es auch nichts mehr.
Alles klar, dann lasst uns mal voranschreiten. Zum finalen Kapitel. Zum finalen Kampf. Leroy Jenkins. Dad, what the hell are you doing here? Oh, it's my favorite kid. Listen, I found out what they were doing at the women's clinic. They were looking for a candidate to put a snook into. They're gonna nuke all of South Park. A snook? You boys don't understand. They've put the snook here. Who did? Whoever these people are claiming to be Taco Bell. We should have known. We should have known Taco Bell is far too compassionate and caring to be so secretive. The quality of their character, like the quality of their food, should have never come into question. Dad, where is the woman with the snook? They didn't put it in a woman. Well, all I remember was that there were these big government guys, and they wrestled me to the floor at my house. And then I remember thinking, well, this is fun, but wait, is that a thermonuclear device? I had some drinks, so putting a thermonuclear device up my ass wasn't completely out of the question. Oh, Jesus Christ, how long do I have? We don't know, Mr. Slave, but it could be a matter of minutes. Well, what are you waiting for? Pull it out! No! We can't just pull it out! Snooks have triggers on them! We have to abort it! From inside! Oh, come on, who knows how to do abortions and can get really, really small? Who? Who could possibly be able to make themselves tiny and know something about abortions? Who could there be? Okay, Cartman, ich mach's ja schon. Verdammte Scheiße. There's got to be someone. He was from... what the... Oh, nee, nicht im Ernst jetzt, oder? Ich wollte doch einfach nur ein bisschen gucken, was da jetzt... Ach, nö. Ja, den Spaß machen wir nicht normal mit, ey. So. Ja, der ganze Witz wäre jetzt gewesen, dass das Spiel vorbei ist, also nicht wirklich, aber man halt die Abspann sieht, wie bei einer normalen South Park-Episode, haha, hihi, überlustiger Joke. Und jetzt, weil ich wir ein bisschen neugierig waren, müssen wir jetzt dafür zahlen mit einem Ladebildschirm. Das ist natürlich super geil. Richtig guter Troll-Move-Spiel. So, jetzt aber. Klein machen. Und ab in den Arsch. Hallo. Ich geh jetzt hier. Hallo? Oh, ja. Und ab in die Rosette. Wow, this kid is just full of surprises. Quick, get up there and disarm the snook. Hurry! Oh, be careful. I might have also put some bats up there the other night. Oh, na super. Ja, das war einer der, dieser Teil des Spiels. Oh man, it stinks like shit in here. Ich, frag mich wieso, Butters. Nette Rosette. So. Scheiße. Ja, dieser Teil des Spiels, hat mich auch in meiner englischen LP, wirklich, ein bisschen übel werden lassen. Also, es ist nicht gerade sehr appetitlich. Also, es gibt auch Grenzen für mich, Leute, ne? Es ist jetzt nicht so, als wäre ich, sag ich mal, komplett perversiert, wenn das ein Wort ist. Aber egal. Leute, beim nächsten Mal erkunden wir das Arschloch von Mr. Slave und werden die Snook, wie sie nennen, dieses nukleare Arschlochbombe, keine Ahnung, was das Ding übersetzt heißt, entschärfen. Hoffentlich. Wer weiß. Macht's gut, bleibt so süß, wie ihr seid, ne? Und Bussi auf die Rosette.